So, herzlich willkommen zu Merchant C4 und der Hammerstadt Reworked Modifikation. Mal eine ganz andere Mod auf meinem Kanal, beziehungsweise sogar für meinen Kanal, zumindest sogar eine ganz neue Modifikation. Ja, die habe ich noch nicht gezeigt, zumindest wüsste ich nichts davon, dass ich die irgendwann mal gespielt habe. Die Idee habe ich mir von Marcel geklaut, also vom Lights Out Gaming, zumindest heißt so sein Kanal auf YouTube, denn der hat da letztens ein Video zu gemacht. Link zu seinem Kanal ist in meiner Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich fand die Modifikation tatsächlich doch recht ansehnlich und da dachte ich mir, ja, kann ich auch mal spielen und deshalb habe ich schon mal angefangen. Ich habe direkt einen Schlaganfall und direkt den ersten Toten. Deshalb habe ich schon, glaube ich, habe ich schon den Bestatter alarmiert? Ich weiß gar nicht. Ja. Wenn nicht, müsste ich das jetzt mal tun. Bestatter wurde alarmiert und dann lasse ich den Rettungswagen nochmal nach Haus fahren, dass wir den einsatzbereit wieder auf Wache haben. Ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe ungefähr eine halbe Stunde insgesamt in der Mod schon verbracht, um mir so ein paar Grundkenntnisse, dass ich ungefähr weiß, wie das funktioniert, anzueignen. Allerdings weiß ich bei weitem noch nicht alles. Ja, ich glaube, du kannst aufhören, der ist tot. Sodass ich vielleicht ja elendig versagen werde. Vielleicht klappt es auch ganz gut, das werden wir sehen. Und wir schauen einfach mal, was doch ist. Warum sind denn hier die Scheiben rot? Das ist doch bestimmt ein Fehler. Oder ist das so gewollt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich tatsächlich die Einsatzkarte recht ansehnlich. Mit schön viel, ja, ich würde sagen, kann man Altstadt dazu sagen. Ein bisschen Industrie. Und, ja, Industrie, wobei die hält sich eigentlich in Grenzen, ne? Hat man hier so ein richtiges Industriegebiet? Klar, ein paar vereinzelte Firmen. Hier so ein kleines Wohngebiet, ne? Großes Einkaufscenter vermute ich mal ist das hier. Aber so wirklich große Industrie hat man, denke ich mal. Ja gut, hier so ein bisschen, ne? Ein paar Firmen. Hier, ja gut, hier ist jetzt sich irgendwie irgendein Kraftwerk für irgendwas. Aber ansonsten hält sich die Industrie tatsächlich in Grenzen. Hier funktioniert die Alarmierung komplett über Stichworte, außer halt beim Rettungsdienst und bei der Pol. Aber alles andere funktioniert komplett über Stichworte. Das bedeutet, ich kann, so wie ich es ganz gerne bei anderen Modifikationen mache, nicht diese einzelnen Fahrzeuge alarmieren. Ich wurde schon oft dafür kritisiert, dass ich das mache. Ich weiß, normalerweise alarmiert man mit Stichworten. Allerdings bin ich, oder finde ich es gut, wenn man weniger statt mehr hat. Das bedeutet, man hat einfach weniger Einheiten an der Einsatzstelle rumstehen, wo man die Hälfte sowieso nicht braucht. Und muss dafür mit seinen vorhandenen Mitteln einfach haushalten. Und ich finde das ein bisschen angenehmer. Ist vielleicht nur meine eigene Meinung. Oder ist meine eigene Meinung. Und ist vielleicht auch nicht die richtige Meinung. Aber wie gesagt, ich arbeite lieber mit weniger und dafür effizienter, als einen Haufen Löschfahrzeuge mit einem Haufen Leuten da zu haben. Deswegen finde ich zum Beispiel auch in BFE dieses System gut, wenn man nur 1-3 auf dem BFH-Lefs hat. Man muss einfach deutlich mehr mit seinen Mitteln haushalten, ne? Finde ich gut. Was ich hier an der Mod ja schon mal liebe, man hat ein Platzieren-Tool. Mods, die das nicht haben, sind scheiße. Wobei ich glaube, das mit dem Rot soll tatsächlich so sein. Habe ich zwar noch nie so gesehen, aber warum nicht? So, wir lassen auch mal den Notarzt wieder heimfahren, dass wir den einsatzbereit auf Wache haben. Ja, und der Einsatz ist natürlich fehlgeschlagen. Ich glaube, also ich hatte das Video schon angefangen, muss abbrechen, weil wegen ist was dazwischen gekommen. Und ich war in dem Gebäude und in der Zeit ist der Typ leider abgekratzt. Und jetzt ist er sogar weg, ich kann ihn gar nicht mehr abtransportieren, das ist ja ärgerlich. Wir haben einen Ladendiebstahl. Mich würde ja tatsächlich interessieren, kann man Streife fahren? Denn dann würde ich tatsächlich ein Fahrzeug oder zwei Fahrzeuge sogar ja Streife fahren lassen. Jetzt ist es gibt bestimmt nur eine Route, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist das Problem an Brücken, ne? Man sieht immer, dass sie nicht dazugehören, ne? Gerade die Textur. Naja, gut, so ist das nun mal. Emergency 4 halt, wir sind dran vorbeigefahren, halt. Oder? Nein, das ist hier. Das ist hier. Ist alles gut. Ich glaube, da befindet sich sogar noch
Im Gebäude, wir gucken mal. Wir wollen natürlich keine Waffengewalt anwenden. Ah, ist der ja, ne? Ach, guck mal an. Ey. Das war doch jetzt aber der, oder? Ah, nein, ist der, aber hier wurde, war doch gerade das Zeichen drüber. Bist du das? Ich hoffe einfach mal, der ist es. Und wir bringen ihn. Wo habe ich hier? Von wo habe ich denn hier die Polizei alarmiert, den zweiten Streifenwagen? So, ach so. Die Personen transportieren wir jetzt ab und dann hat sich der Einsatz für uns erledigt. Auch hier fahren wir Streife und gut ist. Oh, ich glaube, jetzt habe ich einen Soundbug. Nee, war kein Soundbug. Ich frage mich zwar, wo der Kollege hier Streife fährt, aber er wird schon wissen, was er macht. Und hier lassen wir auch den. Was ich ja ganz interessant finde, ist tatsächlich, dass das Zeichen hier immer noch angezeigt wird. Ich schicke nochmal vorsichtshalber einen Streifenwagen hin. Weil irgendwie glaube ich, dass wir den falschen mitgenommen haben. Kann das sein? Person wird in U-Haft genommen. Die Frage ist, ist der Einsatz damit abgearbeitet? Wir gucken noch mal hin. Ich bin mir irgendwie gerade unschlüssig, ob das wirklich die richtige Person war. Weil normalerweise befindet sich doch über den ja, Straftätern ein Zeichen, wie es gerade auch am Anfang war oder der Fall war. Wir gucken noch mal rein. Das Kuriose ist, er war es doch definitiv nicht. Bei ihm können wir auch gar nicht festnehmen. Aber ich finde gar keinen anderen hier. Kann man Leute befragen? Ich glaube, ich habe schon wieder verkackt, ne? Ladendiebstahl, ja. Aber hier ist doch niemand. Das ist vielleicht die Frau. Ich kann da jetzt nicht hier alle festnehmen. Ich meine, das würde es zwar einfach machen. Das ist ja schon wieder doof, ne? Ich frage mich wirklich, was hier schon wieder Phase ist. Ob ich das wirklich schon wieder verkackt habe. Na gut, wir fahren erstmal. Tja, brauchen wir jetzt hier einen NEF? Ich glaube erstmal nicht. Wir alarmieren erstmal nur einen RTW. Problem ist, der Einsatz gilt auch immer noch nicht als abgearbeitet, ne? Der ist immer noch da. Erstmal alle einbuchten, so ist es richtig. Tja, ich bin mir unschlüssig, ich weiß es nicht. Doch, wir brauchen einen NEF. Na gut, das ist ja kein Ding, das können wir nachalarmieren. Wir behandeln so lange an. NEF ist alarmiert. Und ich hätte jetzt ganz gern mal einen Feuerwehreinsatz, ne? Mal was Cooles. Verkehr läuft. Pass auf, kommst ja gar nicht von hier, ne? Wir schicken unseren Streifenwagen wieder ja, auf Streife. Geht gar nicht, ne? Ach so, stimmt.
Das läuft schon wieder richtig, richtig gut hier mit dem Einsatz da. Ich verstehe nicht, was ich da schon wieder falsch gemacht habe. Egal, dann können wir eben den Einsatz so erstmal nicht abarbeiten. Wir arbeiten aber den RD-Einsatz ab und ich möchte trotzdem immer noch ganz gerne ein, zwei Feuerwehreinsätze haben. Spulen auch mal vor hier. Auf dem Weg. Höre. Bin unterwegs. Mich würde ja auch interessieren, braucht der Rettungswagen eine Notarztbegleitung oder geht das ohne? Das testen wir gleich mal. So, zack. Dann einmal in den Rettungswagen und dann Richtung Krankenhaus. Nein, wir brauchen keine Notarztbegleitung. Dann kann der Notarzt schon wieder einrücken und wir warten auf weitere Einsätze. Wo ist das Krankenhaus? Ist das außerhalb oder ist das hier? Ach, das ist das Krankenhaus. Sieht zwar nicht wie ein Krankenhaus aus. Ach, dann... Ich habe es als Einkaufscenter gesehen. Ich bin so ein richtiger Held. Ja, ich bin ein richtiger Profi. Es ist also ein Krankenhaus. Wir sind heute wieder sehr RD-lastig, ne? Wir haben auf der Karte selber zwei Rettungswagen, einen NEF. Der Verkehr hier, also ich habe mal gehört, man soll, es gibt wohl Probleme mit dem Verkehr. Das ist natürlich jetzt hier doof, ne? Wir brauchen, muss ich jetzt hier ernsthaft einen Streifenwagen alarmieren, um den Verkehr wieder zu lösen? Ich liebe Emergency, wirklich, das macht Spaß. Gerade vor der Feuerwache hier. Einfach mal die komplette Kreuzung blockiert. Na gut, das Problem können wir lösen. Rettungswagen ist alarmiert und dann hat sich die Geschichte... War das hier? Tatsächlich. So, dann fahren wir mal hier so schön an die Seite. Auch der Rettungswagen muss nicht alles dicht machen. Ja, oh, das war eng. Ja? Randale, Täter flüchtig. Ja? Bin unterwegs. Was aber für Stand? Schon unterwegs. Und wir versuchen hier mal das Verkehrschaos zu lösen. Dass der Verkehr wieder rollen kann und gut ist. Und wir kümmern uns natürlich auch um die Randale, ja? Natürlich kommen wir nicht an, bevor er... Höre. Bin unterwegs. Okay, over and out. Höre, auf dem Weg. Wird gemacht. Bestätige. So, wir haben die Person, müssen ja uns natürlich jetzt hier noch einen Rettungswagen hinalarmieren. Nützt ja nichts. Ja, auf dem Weg. Ja, unterwegs. So, wir gucken mal, ob das jetzt wieder rollt. Der ganze Verkehr hier kommt natürlich schon einiges an Fahrzeugen an, ne? Also verkehrstechnisch ist hier schon die Hölle los. Vor allem, da die auch absolut nicht auf Ampeln achten, ne? Oder steht der jetzt nur mächtig weit vorne, der Kollege? Wir achten mal drauf. Wir lassen den Streifenwagen mal kurz vor Ort hier. Dass wir da, ja, schnellstmöglich eingreifen können. Sollte da was sein? Was macht denn unser Patient hier mit der Nahrungsmittelvergiftung was, glaube ich, ne? Ne, Schlaganfall, Verzeihung. Ja, sieht gut aus, können wir abtransportieren. Das machen wir auch. Ist auch ein bisschen ungewohnt, die Motten, aber ich finde die so an sich echt gar nicht so schlecht, tatsächlich. Ich glaube, ich muss mich mal viel mehr auf andere Mods auch mal einlassen, da ich ja sehr Biberfelde geprägt bin, sag ich mal vorsichtig.
Ja, Biberfelde ist und bleibt einer meiner Lieblingsmods. Das ist einfach so. Ach nee, halt, stopp. Kacke. Kannst du Ja, alles hinlegen, wir klar. brauchen noch eine Trage, so. Ist in Arbeit. Was macht der Verkehr hier? Ich glaube, der rollt wieder. Ja, dann Ja, dürft ihr jetzt Streife Befehl fahren. durchgeführt. Und gut ist, ich glaube, den einen Einsatz kann ich irgendwie nicht Was abarbeiten. gibt's? Bin unterwegs. Das scheint mir doch glatt verbuggt zu sein. Was ich bisschen störend finde, dass es hier nicht Ist in sowas wie eine Arbeit. Lieber-Gleitstelle gibt, wie es im Auf dem BFE ist, Weg. dass du einfach solche Einsätze abarbeiten kannst oder abschließen kannst. Ich habe zumindest nichts Es gefunden. gibt. Und dann zumindest so das Spiel vernünftig zum Ende bringen Ja. kannst. Fahrzeug meldet Status 1. Das ist zwar nicht ganz richtig, aber ich bin zu faul, Was jetzt gibt's? einen weiteren Klick zu machen, um die Person ins Fahrzeug zu setzen. Wir transportieren die Person ins Krankenhaus, lassen den Kollegen mit Blau fahren, dass wir den schnellstmöglich wieder verfügbar haben. Und ich würde sagen, wir spulen vor, ich möchte endlich mal die Feuerwehr haben, denn die hat interessante Fahrzeuge. Wir haben tatsächlich das. Oder wir fangen hier an. Wir haben ein ELW auf Mercedes Sprinter 13. Wir haben einen Mercedes SK, ist gleich Liebe. Und zwar ein LF16. Oh, da haben wir endlich mal ein Feuer. Ein LF1612. Oh. Wir Was gucken, gibt's? was können wir denn da alarmieren? Wir haben Gebäudebrand in voller Ausdehnung, und zwar, das haben wir. Und jetzt können wir sehen, ich glaube, jetzt kommt nicht nur die Feuerwehr Hammerstadt selber, sondern auch von außerhalb kommt was dazu. Und guck mal mit, Sirene. Ist das nicht geil? Hier sehen wir ELW, LF1612, TLF1625, DLK2312, RW1, auch auf Mercedes-Benz. Ist das SK? Ja, ich glaube, das könnte SK sein. Dann ein LF8, auch sehr geil. Und ein GBG Fahrgut, der natürlich jetzt nämlich nicht mit ausrückt. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir uns darauf wirklich konzentrieren. Ich möchte, wobei hier haben wir genug Platz, ich möchte den ELW hinten haben, so weit wie möglich weg, dass er uns einfach nicht stört. Mit dem LF16 fahren wir 12, mit dem LF1612 fahren wir durch. Das habe ich mich verhaspelt, dass wir hier Platz Gekommen. für die DLK haben. Jetzt wäre Was wichtig, gibt's? dass wir eine Was stabile sagst du? Wasserversorgung uns aufbauen. Was gibt's? Und zwar fahren wir dazu hier hin. Das LF8 kann hier erstmal an die Seite, dass wir ein bisschen Ordnung an der E-Stelle haben. Jetzt wäre wichtig, dass wir vielleicht. Ist das ein Open House? Ich glaube nicht, ne? Oh Gott, was ist das Aufgestanden. denn? Ah, ein TSF, okay. Einmal in Bereitstellung. TLF1625 hätte ich auch ganz gerne. Hiermit. RW1 wird jetzt eigentlich erstmal nicht benötigt. Den fahren wir mit hier vorne an die Seite. Und wir gucken erstmal. Ich möchte, dass die Was Leit. gibt's? Ach, halt, stopp. Ach, habe ich jetzt hier Dings angemacht? Hab ich, tatsächlich. Jetzt ist mein Problem, wo haben wir hier. Was ist das denn? ELW2? Ach Gottchen. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ein VU. Person eingeklemmt. Und wir können nichts mehr alarmieren. Kacke. Okay, pass auf. Dann habe ich mich gerade umentschieden, dass 1612 muss leider den Brand abbrechen und Was dort mit gibt's? Sonder hinfahren. Das ist zwar jetzt doof. Wo ist mein TLF? Was gibt's? Das übernimmt den Platz vom LF.
Und wir gucken, dass wir hier dann schnellstmöglich uns auch, schnellstmöglich die Wasserversorgung aufbauen. Ich habe, wie gesagt, immer noch das Problem, dass ich nicht weiß, wo hier ein Hydrant ist. Na kommt die Hele, fahr bitte. Die Leiter können wir schon mal aufbauen. So, dann möchte ich, dass meine beiden AGTs. Oh, jetzt wird es langsam warm, ne? Jetzt habe ich trotzdem noch das Problem, dass ich nicht weiß, wo hier ein Hydrant ist. Ist hier keiner? Du willst mich doch verarschen, oder? Ah, da vorne ist einer, Kacke. Na gut, dann müssen wir. Was gibt's? Wird ausgeführt. Was gibt's? Ah, da ist einer. Die sind echt unglaublich schlecht gekennzeichnet, ne? Jetzt sollte der Tank vom TLF leer sein. Kacke, können wir Schläuche verlängern? Ach, das ist doch jetzt scheiße. Ja, man merkt, dass ich die Mod noch nicht wirklich gespielt habe. So, du fährst, setz dich mal da rein. Und ihr fahrt mal die Karre hier so hin. Na komm, fahr bitte. Bitte fahr. Danke, schneller. In der Zwischenzeit müssen wir natürlich uns auch um diesen Einsatz hier kümmern. Ich habe da noch einen RW rumstehen, ne? Der fährt bitte einmal mit hier hin. Und dann muss ich die Pol hier hin alarmieren, dass ich das Einsatz oder das Fahrzeugchaos hier mal loswerde. So, die Wasserversorgung wird jetzt hoffentlich vernünftig aufgebaut und wir müssen hier unbedingt. Ich brauche hier noch. Höre. Wird umgehend durchgehend ausgeführt. Bin unterwegs. Hä, wieso löscht du denn jetzt nicht weiter? Okay, da haben wir das erste große Problem. Ja. Zwar reicht die Wasserversorgung einfach nicht aus. Aber wir können ja doppelt legen zum TLF. Oder die Pumpe schafft es nicht. Eins von beiden. Ich weiß nicht, wie weit das hier realistisch gehalten ist, dass es vielleicht die Pumpe nicht schafft. Ja, bin unterwegs. So. Dann einmal damit Sonder hin. Dann hätte ich ganz gern hier noch. Jetzt steht natürlich der Rüstwagen ein bisschen im Weg, ne? Aber ich sehe, ihr schafft das auch irgendwie so. Alles klar. Okay, das packt zumindest die Pumpe nicht. Bestätige. Dann muss ich umstrukturieren. Dann bauen wir das nochmal ab. Bestätige. Wird gemacht. Schon unterwegs.
Und ich muss mir das TSF hier mit am besten hinstellen. Warum löscht... Ah, ich bin wahnsinnig warm. Warum löscht du denn jetzt schon wieder nicht mehr? Okay, das war nicht so geplant. Einmal so hinstellen. Ich bin ein bisschen überfordert mit der Mod. Sieht man das? Ich möchte, dass du da jetzt reingehst. Danke. Dann möchte ich, dass du mir da einen Verteiler legst. Boah, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist ja wohl jetzt ein schlechter Witz. Eine Sache, die ich ja tierisch hasse, ne? Dieses, oh, der Schlauch reicht nicht bis dahin und wir können nicht verlängern, weil es nicht möglich ist. Das jemals hinkriege? So, zack, bitte einmal so. Dann die Pumpe raus. Dann da an die Pumpe ran. Dann nimmst du den Schlauch. Kein Problem. Auf dem Weg. Legst mir hier den Verteiler ein. Ich weiß nicht, warum mein... warum die Leiter nicht mehr löscht. Wollt ihr mich verarschen? Warum löscht ihr nicht? Warum, was mache ich denn falsch? Wasserversorgung steht? Höre. Auf dem Weg. Jetzt. Der Tank ist nicht leer. Warum ist der Tank leer? Okay. Ich denke mal, beim VU dürften wir schon tot haben, solange ich gebraucht habe, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was hier los ist. Wieso befüllt sich der Tank vom TLF nicht mehr? Und jetzt habe ich aber gerade was gesehen, hier ist ja auch noch ein Hydrant. Vielleicht hätte ich den einfach mal nehmen sollen, aber man sieht es auch unglaublich scheiße, ne? Okay, das erste Mal war mein Fehler, direkt nur vom TLF abzugehen, ist Quatsch. Ja, sag mir doch mal was anderes als der Tank ist leer. Wie wär's denn damit? Das ist doch mal eine Maßnahme, oder? Aber wobei jetzt, ich glaube jetzt... Doch, er sagt mir immer, der Tank ist leer. Ich weiß nicht warum. Ich baue mal ganz kurz die... Ich habe ja die Hoffnung... Ja, jetzt befüllt es sich wieder. Ich glaube, das war etwas verbuggt. Okay. Jetzt bauen wir noch... Nein. Hey, warum gehst du denn jetzt in den Korb? Willst du mich verarschen?
Wir bauen nochmal kurz zusammen und bauen dann nochmal auf. Irgendwie, das muss doch gehen. Ich habe es mit den Drehleitern, ne? Im letzten Wegberg-Video, was ich gebracht habe, hatte ich genauso Probleme mit der... mit der Leiter. So, jetzt scheint es zu gehen. Und jetzt löscht er auch, na Gott sei Dank. Das war ja wieder eine schwere Geburt, ne? Na Gott sei Dank. Immerhin den Einsatz können wir abarbeiten, da bin ich ja schon mal sehr froh drüber. Gut, jetzt hier VU ist ein bisschen doof gelaufen, ne? Wir haben zweimal tot, okay, ich nehme jetzt trotzdem beide im... Ja, ich weiß, einer hat es fehlgeschlagen, aber für das erste Mal darf man auch mal ein paar Einsätze verkacken, sag ich mal. Ich nehme die jetzt einfach im Rettungswagen mit, bringe die in die Klinik und dann ist gut, dann sind die weg. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt noch extra den Bestatter dafür zu holen. Aber wobei, einen konnte man retten, ne? Es sind nicht beide tot, immerhin, also Statistik ist gut. So, das Feuer haben wir immerhin unter Kontrolle. Jawohl, dann haben wir doch immerhin schon mal einen Einsatz vernünftig abgearbeitet. Man muss auch die positiven Dinge im Leben sehen. Na gut, dann dürft ihr Richtung Krankenhaus fahren, was anscheinend gerade nicht geht. Ah ne, das geht ja gar nicht, ne? Kacke. Weil der tot ist. Na gut, dann... Habe verstanden. Schon unterwegs. Tschüss. Ja. Ich alarmiere mir den Bestatter. Und dann in dem Zug... Kommst du denn her? Du bist ja außen rumgelaufen, okay. Na gut, dann fahr du mal nach Haus. Bestatter ist alarmiert. Jetzt brauche ich natürlich noch den Abschleppdienst und zwar zweimal. Oh, jetzt ist direkt der nächste Brand, aber den mache ich im nächsten Video. Denn das Video jetzt ist schon wieder 32 Minuten lang. So lange sollte es gar nicht. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, trotz der etwas, ja, ne? Möglicherweise verkackten Einsätze. Na gut, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.